Moin zusammen, weiter geht's mit Expeditions Rome und ja, ich war so ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Weil in der letzten Folge wollte ich eigentlich schon die Region befrieden, dann wurden wir angegriffen von diesen Wüstenkriegern. Finde ich übrigens ganz cool, dass so zwischendurch auch noch mal irgendwie Kämpfe reinkommen. Und ja, den Kampf fand ich ehrlich gesagt ganz geil. Wir hatten direkt gleich zu Anfang an die beste Position gesichert, befestigt und von da aus alle niedergemacht. So kann es weitergehen, würde ich sagen, ne? So, wir können auch mit unseren Charakteren nochmal quatschen. Okay. Wir haben Lasamones erobert. Jetzt ist es an der Zeit, nach Ägypten zu marschieren. Ja, ich finde, momentan rücke ich noch ganz gut vor. So. Wir haben Nassamonis eingenommen. Eine Legion von Berbern steht unter meinem Kommando. Gut, jede Legion Roms ist 10 Armeen Ägyptens wert. Ja, nicht überheblich werden. Mannstärke und Ausrüstung bringen einen nur zu einem gewissen Punkt. Jetzt werden die Fähigkeiten der Anführer und ihre Strategien in den Krieg entscheiden. Stimmt, ich muss mein Zelt aufrüsten, dass ich die oder die Werkstatt. Kriegslistenstufe 2 hätte ich gerne. Wären sie vielleicht nicht, wenn Ägypten von einem weisen Pharao regiert werden würde. Aber zum Glück für uns wird es von einem Idioten beherrscht. Ah, hier. Nasamonis gehört wieder uns. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und Ägypten. Ja. Asynoros. Ein Fernglas hier auf dem Ausguck oder? Und durch das Hinzufügen afrikanischer Truppen sollten sich unsere Ränge füllen. Wir haben bereits nicht römische Legionare. Mit Sicherheit. Meine Gegner werden das in Rom gegen mich verwenden können. Okay, reden wir später. Ja, meine Güte, gibt Schlimmeres, ne? Wer weiß schon, was im Senat da überhaupt für Infos ankommen. Infos 1. Klick hier einfach mal kurz alles durch. Wie diese Ausrufungszeichen weg haben hier, irgendwie nervt mich das. Irgendwo müsste er eigentlich.
Ausrufungszeichen drin sein. Rüstung 0 bis 1, ja, ganz ehrlich. Ich finde Rüstung, die haben irgendwie Stufe, also Rüstungswert 5, 6, 7 und selber herstellen kann ich nur so 1. Oh toll. Neun bis zehn. Uniform für Peltasten. Peltasten waren, glaube ich, Speerkämpfer, so eine Plänkler-Einheit. Vorne laufen, Stock schmeißen, zurücklaufen und den Gegner richtig auf den Sack gehen. Auch hier, Stufe 2, Rüstung 0 bis 1. Bollwerk, okay, guck mal, Bollwerk sieht aus, als wäre da eine Kuh drauf genäht worden. Das bringt dann schon so ein bisschen was. Aber auch hier, Kapuze, Rüstung 0. Aber da geht es dann eher nach Widerstandswert, ne? Ah, hier, guck. Mantel des Speers. Da wird noch 0 angezeigt. Noch nichts angezeigt. Stufe 1 meine ich. So, jetzt ist der Kram auch weg hier endlich. So, wunderbar. Genau, hinten zum Zelt. Schauen wir noch mal eben rein. Gucken wir mal, was wir für. Ach nee, warte mal. Ich habe die doch schon ausgebaut, ne? X-Listen Stufe 2. Ja, guck mal, die habe ich doch schon. Ah, gut. Auflösung Skorpione abfeuern. Das finde ich ganz geil. Nimmst du mit? Gegnerische Moral mit dem Keil. Spielaggressivität. Verbrannte Erde. Spinnt eure Linien aus und platziert den Hauptanteil eurer Mannstärke in der Mitte, um die feindlichen Linien zu durchbrechen und schnell einen Vorteil zu erringen. Vermiedene Verletzung. Davon haben wir nur einen. Oh, Belagerungstürme einsetzen. Haben wir auch einen erst von. So, dann gerne wieder auf die Skorpione. Die finde ich ganz geil. Heroischer Tod. Können wir verbessern auf Stufe 2. Eure am stärksten in den Kampf verwickelten, am stärksten. Centurios werden die Position so lange halten, wie sie können und so viele Feinde wie möglich mit in den Tartarus reißen. Risiko für Centurion ist 100%. Heroischer Angriff, Auflösung. Inspirierender Tod. Eure am stärksten in den Kampf verwickelten Centurios werden die Position, okay, mit in den Tartarus reißen, das bleibt. Risiko für Centuriones. Auf Stufe 2 ändert sich mal irgendwie. Okay, Legionsmoral ist dann weniger. Risiko für Centurion ist 50%. Verfügbare Taktiken.
Okay, cool. Ja, Zelt. Weil wir immer noch das Badehaus verbessert haben. Lasst ein Prätorianer hier, um seine Stimmung auf Mist gestimmt zu üben, wenn sie darunter gesunken ist. Bessern, um Schwellwert zögerlich zu heben. Aber ich will eigentlich nicht Eisen und Dings dafür ausgeben. Arsenal, das war Fabrik, ne? Kriegslistenstufe 2, Kriegslistenstufe 3. Ein Leder und ein Holz bräuchte ich dafür noch, dann könnte ich das schon holen. Ein Leder und ein Holz. Da sparen wir drauf. Okay, cool. Dann quatschen wir mal mit unserem Besucher hier, Gnaeus Pompeius Magnus. Natürlich, Senator, mit was haben wir diese Ehre verdient? Ich weiß, dass ihr weit gereist, um herzukommen, aber bitte fasst euch kurz, ihr habt viele Pflichten. Ja, nee, genau. Okay. Was hat der? Bellum istum et pium. Ich glaube, ich muss noch mal irgendwie eine Volkshochschule Latein besuchen. Gut, wir können den Tod des Konsuls nicht ungestraft lassen. Ich muss zugeben, dass es mir sauer aufstößt, dass so etwas von einer Gruppe Priester entschieden wird. Ja, können den Tod nicht ungestraft lassen. Hey, hallo, hallo, hallo. Befehle ich dir nicht immer noch die Legion von Hispania? Für mich geht es hierbei darum, das Erbe des Lucullus zu ehren. Ja, nimm mal das mal. Nee, ich bin neugierig. Ah, schade, vielleicht kriegen wir eine dritte, also zwei steuere ich und er kommt auch noch hier mit zur Unterstützung oder so. Sie ist eine bedauerliche Notwendigkeit. Ich hätte lieber mehr Römer hergeholt, aber so ist es nun mal die Lage der Dinge. Fähige Krieger, die treu zu Römer. Ja, bedauerliche Notwendigkeit. Ich hätte lieber mehr Römer geholt. Glaubt ihr, dass eure Legion der Legio Victrix ebenbürtig ist? Mühelos, zumindest hier in ihrer Heimat. Das vielleicht nicht, aber wir werden sie schon bald soweit kriegen. Was ist denn jetzt ein Auxilia? Wir haben auch Mithridates mit nicht mehr Männern besiegt als diesen hier. Wird der Senat weitere Legionen finanzieren, um sich unserem Krieg anzuschließen? Ja, sie war befrieden. Tito. Ja, dann befördert mich doch einfach zum Konsul und dann kriege ich noch eine Legion. Das wäre geil, ne? Aber an sowas denkt ihr wieder nicht hier. Okay, ist doch gut. Wir ziehen noch keine Steuern ein, oder? Wie kann ein Mann all diese Menschen dazu zwingen zu zahlen? Glaubt ihr, dass dieser Steuerntreiber für unsere Feinde arbeitet? Wie kann ein Mann ja. Tja, ich habe keine Kinder.
Von daher, ich schätze, es ist an der Zeit, den Kopf dieses Steuertreibers einzutreiben. Reist zum Lager des falschen römischen Steuertreibers und setzt seinen Betrug ein Ende. Ja, aber da klingelt es bei mir in der Kasse. Wie steht es um die Moral? Ah, super. Okay, fast volle Kampfstärke. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, mit allen 5 gequatscht haben wir. Bauen tun wir erstmal nichts. Ja, du mit deinem Badehaus, ne? So, das will ich haben. Einmal Leder, einmal Holz. Gut. Warum kann ich diese Gerberei? Die ist neutral. So, Legio Aurorum ist momentan nicht verfügbar. Wo sind denn die überhaupt? Ach so, sind noch da oben, ne? Okay, Legio Victrix. Dann muss ich jetzt mal schauen. West. Reist zum Lager des falschen römischen Steuerantrag. Wo ist denn der? Ah, hier oben müssen wir hoch. Gut, und sobald das mir gehört, kann ich Stopp abbrechen. Die sollen da hoch. Abbrechen. Jetzt gemacht. So, ihr sollt da hoch. Warte mal, jetzt habe ich irgendwie meine Truppen verkackt ne? Okay. Dann geht hier die Legio Victrix hin. So, und die anderen. Da Vorräte. So, 11 Stunden 50. So wird ein Schuh draus, sind alle beschäftigt. Ich hätte gedacht, die drehen dann wieder um, aber irgendwie sind die stehen geblieben. Okay, römische Festung. Eure Legion hat in der Wüste ein kleines befestigtes Lager errichtet, wo eure Kundschafter und Nachschubkarawanen Ruhen und Vorräte finden können. So, Julia Kalida, ich soll 2 Bogenschützen mitnehmen, wurde mir mal gesagt. Da haben wir die. Und 2 Tanks und einen Speerträger. Nehmen wir aber 3 oder noch ein Veles. Warte mal. Wer war das, ne? Prinzip. Ne, den nehmen wir noch mit. Und rein da. Schalte den Steuereintreiber aus. Vorbereitung. Okay, wo habe ich Straßengegner? Könnte hier oben hoch. Bogenschütze. Und von da aus Terror machen. Irgendjemand eine Fackel dabei? Der hier. Ölfass. Sehr gut. Bogenschütze. So, Julia kann ruhig weiter nach hinten. Die mit der kürzesten Reichweite gehen mal möglichst weit nach vorne. Haltet den Steuerantrag. Ach, er ist der Steuern. Finanzbeamter Zivilist. Er ist das nur. Okay, das war's. Und die wissen, dass ich da bin. Boah, das wird eine kurze Runde. Der ist ja. Hier fliegt jetzt eine Fackel rein und dann kriegt er noch 2 Pfeile und dann ist Ruhe.
Ja, Mist. Rennen jetzt hier alle hoch, ne? Fackel aufgenommen. Auf damit. Innerischer Zug. Alter. Volle Konzentration auf sein Dingenskirchen hier. So, wer konnte Fackel schmeißen? Ja, als Bogenschütze. Okay, ja, schick. Dahin. Ich kann dahin, ne? Beles. Den habe ich gar nicht mit gerade, ne? So. Kürzeste Laufreichweite hat er hier. Ja, lauf einfach mal vor. Nimm hier die Gegenangriff. Standhafte Blockade. So, wieder 4 on top. Muss innerhalb von 6 sein. Wen lasse ich jetzt laufen? Ihn hier, glaube ich. Ziel des Entdeckung. Schade, der müsste eigentlich weg. Nicht von Schäden abgewehrt werden. 8 bis 11. 8 bis 11, okay. Julia, du musst nach vorne. Ja, ist egal. So, ab nach vorne. Er muss Fackel schmeißen. Kann das Ziel nicht sehen. Fackel schmeißen hat höhere Prio. So. 14 von 17. Schmeiß noch einen Stein rein. Und lauf wieder nach hinten. So, und sie muss jetzt hin. Acht bis elf. Finanzbeamter verblutet. Töten. Er geht direkt die Treppe wieder runter. Und ab durchs Feuer. Und down ist er. Schaltet die verbleibenden Schläge aus. Ja, jetzt wird's easy, denke ich. So, du musst hier vorne auf jeden Fall jetzt dicht machen. So, und ihr kümmert euch um ihn hier. Ein Umschlag, schwerer Schlag. Wird niedergeschlagen auf Gegner. Hey, ich denke, du legst dich hin. Kann sie noch laufen? Zwei, ne? Hier rüber. Könnte ihn jetzt mit Pila noch platt machen, aber ich werde sogar geben. Ach Mist. Keine Gegenwehr.
Boah, ist das gemein, Alter. Ich müsste. Ah, stimmt. Hier hinten war so ein. Bla 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 bla. Hier hinten war doch noch so ein Ölfass, ne? Da könnte ich nochmal drauf schießen und auch an der Stelle das Lager abfackeln. Hier hinten. Kopf ab. Julia Kalida, okay, 3 Schritte. Feuerpfeil. Oh, Tatsache. Abgewehrt, schade. Hast du auch Feuerpfeil? Hat er leider nicht. Ah, schade, schade. Das wäre cool gewesen. Okay, die bleiben da unten. Da ist ein Bogenschütze. Da kommt einer an. So, pass auf. Du nach vorne. Nee, nee, nicht Schnellschuss. Hast du nicht unterbrechen hier? Guck mal. Gott, Schild nach vorn. So, lass sie rankommen. Rennt widerstanden. Abgewehrt. Wieder abgewehrt. Und Julia hat doch noch ihren anderen Bogen und auch Feuerpfeile, ne? So, pass auf. Nee. Schnellschuss, Verwendungszweck. Pass auf, Julia, du bist dort. Kannst hier nicht sehen. So, blutet. Julia nach vorne. Feuerpfeil. Abgewehrt. Rennt. Kann er auch hinkauern? Tatsache. Alle Angriffe von vorne erfolgen werden abgewehrt. Ah, blöde Sau. Okay, Feuer ist aus, das ist schlecht. Zieh nicht sehen.
So, die Frage ist jetzt, in Kauern. Hat ihn noch wiederbelebt, ey. Heiler, ey. Abgewehrt, sehr gut. Hier nicht sehen. Geh einmal kurz raus, ran. Panisch, panisch. Der lebt noch, verdammt. Ach so, erst das, ne? Okay. Ja, genau. Unterbrechen, Angriff, töten und dann können wir noch mal. Das ist auch noch neben Astartos, okay. Mist. Kann nicht von Schilden, okay. Nicht von Schilden abgewehrt werden. So, schön feige. Aber wenn die zu doof sind, hier die bessere Position sich zu holen.
Er blutet. Hier ist Entdeckung. Boah, den hat es ja komplett zerlegt, ey. Ihr müsstet beiden mal tauschen. Fernausschuss. Verbrechen. Ja, hier, vergiftet. Und Verbrechen abbrechen. Auch bluten. Können nicht von Schilden abgewehrt werden. Schön. Ach, Mist, ich Idiot. Jetzt habe ich hier Platz gelassen, aber macht nichts. Wie gesagt, einen kleinen Treffer. Sehr cool. Mann, das hat sich gelohnt. So. Lebensenergie Rüstungsmaximum 2. Rüstung 3. Ja, mit zwei Bogenschützen muss ich sagen, ist auch echt cool. Bleibe ich vielleicht bei, dass Kalida so eine Mission macht. Den hat es komplett zerlegt, ne? Wahnsinn. Pasta, 7 bis 10. So, haben wir hier noch eine Kiste. Alles klar, geil. So, dann schauen wir mal. Rüstung 5, ein Helm mit 5. Varro hat einen Speer, ne? 6 bis 9, 7 bis 10. Guck mal. Im Endeffekt dieselben Fertigkeiten. Nur ein bisschen besser. 7 bis 10, 7 bis 9, okay. Ihr habt eure einzigartigen Rüstungen, ne? Okay, pass auf, dann kriegt Varro diese bessere Rüstung. Bewegung ist auch nur minus 3. Sehr, oh, der sieht geil aus jetzt. So, dann hatten wir hier Veles und sowas. 10, 7 bis 9. 6 bis 7. Hier, stattdessen hast du jetzt einen Schwertangriff. Und den rundum, ja, guck mal. Hat sich auch gelohnt für dich. Geileres Schwert. 7 bis 10. 7 bis 9. Ja, mit diesem Glitch hier irgendwie ein bisschen komisch. 6 bis 8, 6 bis 9. Yes, auch gut. Hinkauern, Schildschlag.
Hinkauern ist auch echt cool, muss ich sagen. Schildkracher und Hinkauern. Okay, bogentechnisch habe ich hier nichts Neues. Alle Widerstände 5%, guck mal. Ist sogar besser. Lebensenergie plus 6. Zielgenauigkeit, das behältst du ja wohl. Fokus Maximum, Giftwiderstand. Widerstand, Widerstand. Lebensenergie, Rüstungsmaximum hier. Die kriegt das. Kritische Treffer, Rüstung, Widerstand. Fokus Maximum plus 3, Fähigkeiten. Na, passt schon. Gut, ja, den beiden, die haben halt Pech gehabt. Rüstung ist schon besser. Rüstung 1. Ist auch echt gut. Oh, hier, Helm 5. Durchbohren, Widerstand, okay, das passt auch. Alle Widerstände 5. Helm kann er nicht tragen. Cool, dann würde ich sagen, der andere Kram kommt in die Tonne. Ah, komm, das kommt auch weg. Aromatische Kräuter. Jo, klasse, raus hier, ab nach Hause. Ja, mit dem Fass fand ich geil. Ich brauche definitiv mehr Fackeln für Nebenhand. Mal gucken, ob es irgendwie noch Fackelstufe 2 gibt, dass man dann nicht nur eine Fackel schmeißen kann, sondern zwei. Sektor erobert. Sehr, sehr klasse. So, dann laufen wir mal nach Hause. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Gucken, was habe ich dann an Quests? Ja, einfach nur vorrücken und erobern. Viel Spaß war denn. Bis gleich und ciao.